Komm her. Komm her. Feigling. So. Jetzt haben wir schon mal 25. Ich korrigiere 27. Oder habe ich so ein kleines geschlagen? Das tut mir wirklich leid. Die sind ja noch putzig. So, 49. So ein Fleischer, lohnt sich das schon mal hier. Hier hinten noch irgendwo was rum. Hier ist noch was. Da wird ja die Kuh in der Pfanne verrückt. So. Ach Mensch, ey. So, jetzt sind wir noch ein bisschen Überschuss, falls wir dann doch noch mehr brauchen. Gucken wir mal durch, dass wir nichts liegen lassen. Gut, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Gut, 70 Leder, das sollte auf jeden Fall reichen. Wir müssen dann eh nochmal Papier machen gehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich richtig gerechnet hatte. Ich hatte gesagt 22, drumherum 6er hatten wir schon. Das sind dann 22 minus 6 macht 16, A3 sind 30, 52, was habe ich denn davon gerechnet? Naja, ist auch egal. Ach, was soll's. Ach, ich habe gerade einen Check gekriegt. Ich dachte schon, was ist mit unserer Kirche passiert. So. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, mit der Welt hier bin ich soweit schon mal sehr zufrieden. Wir müssen noch ein bisschen was zwischendrin bauen und dann hier auch mal ein bisschen noch. Und dass das alles ein Bild gibt, aber so alles in allem schon sehr gut. Guck mal, Rahmen haben wir hier auch schon genug. Da müssen wir dann mal bei Gelegenheit dann noch... Ach, guck mal, hier haben wir noch Papier. Sehr schön. So, blips, blips, blips. Mal Leder, dann mal Leder. So. 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 Dann brauchen wir Holz. Mehr Holz brauchen wir. Mehr Holz? Was machst denn du aus Holz? Was mehr Holz, ne? Schule?
Mit mehr Holz ist hier einfach nur die Menge gemeint, meine lieben Abonnenten. Nein, da haben wir noch ganz viele Kompasse. Das ist auch sehr gut. So, 5 Bücherregale wieder. Ergo müssen wir jetzt mal Papier holen gehen, hätte ich gerade vorgeschlagen, aber das ist noch nicht so weit. Dann bauen wir die doch mal dahin und gucken mal, was wir dann machen. So. So. Was können wir jetzt? Bis Level 22. Okay. Das ist doch schon mal ein bisschen mehr. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir könnten vom Prinzip her... das Dach mal neu machen. Genau. Das Dach. Wir gehen mal kurz hoch, klappeln mal da was ab und gucken mal, was das für ein Holz war. Dann gehen wir runter, machen wir unser Inventar wieder leer. Sehen wir hier schon Dach? Hier ist Dach. Gut. So. Oh, jetzt haben wir keine Axt mit, wa? Ja, schade. So, was ist das? Fichtenholz. Mist. Haben wir nicht. Nur ganz viel Eiche, aber keine Fichte. Dann bauen wir halt Fichten an. Da fehlt noch eine Treppenstufe. Eins nach links. So, und... nee, halt Fichtenholz ist das. Fichte ist ganz dunkel. Fichtenholz hier. Ups. Oder normales Holz von 6er. Steps? Gar keine. Okay. Hier was drinnen? Nee, nee. Was sind das? Akazienholz? Fichtenholz. Wir haben ein Fichtenholz. Was Eiche? Eichenholz, Tropenholz. Truhe, okay. Warum auch immer. Fichte. Ach, guck mal, das Fleisch schauen wir mal gleich in den Ofen hier. Und zwar in den. So, so. Dem haben wir nicht mehr viel Kohle, da haben wir gar keine Kohle, da haben wir auch keine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, auch immer, wir haben ja nur noch 2 Stacks. Dann reicht das auch so, glaube ich. Dam, dam. So, dann wird das schon mal gebrannt. Wir können dann die Eisenbarren, die wir hier noch im Inventar haben, mal hier oben reinkloppen. Pflasterstein ist hier unten. So, Obsidian. Wir haben mal Obsidian übrig. Ist das krass oder was? Ja, Leute, so läuft das hier. Kürbis haben wir auch noch. Brum, 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 brum. Wir haben keine Sticks mehr. Wo machen wir jetzt mit dem Kürbis hin? Deko. Kürbis ist Deko. So, ja. Ach, da haben wir auch schon welche drin. Seht ihr mal. So, was zu essen. Wassermelone drin. Ihr Brot behält man noch, behalten wir noch. Da kommt der Weizen rein. Bei den sehen wir rein, kommen sie mal rein. Ist klar. Dam, 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 dam. Was haben wir noch? Wir haben 2 Diamanten, die kommen ganz sicher weg. Hier, Diamanten. Oh, haben wir noch. 21. Krass. Sticks brauchen wir ja nicht. Fichtenholz, Eichenholz, Eichenholz. Die brauchen wir dann für die Bücherregale wieder. Das verraten wir aber jetzt noch keinem. So, Redstone kommt hier hin. Redstone, Redstone, Redstone. Bam, bam. Der Eimer kommt noch weg. Der war hier oben. So, Eimer. Okay, okay, okay. Das bleibt. Schaufel bleibt natürlich erhalten.
Fichtenholz heben wir mal auf. Papier brauchen wir danach eh noch. So, zip. Jo. Dann holen wir uns mal die Fichtenholzsetzlinge. Fichtensetzlinge 35. Immerhin. Besser als nichts. Ah, die ersten treiben schon wieder aus. Das ist sehr gut. Aber es ist halt noch nicht genug. So. So. Der Vorteil bei Fichten ist, dass sie recht gerade nach oben wachsen. Das heißt, sie werden nicht so ausladen, wie zum Beispiel die Akazien da hinten. So. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, sie gefallen mir. Das ist schön, wie sie auch diesen Flair der Akazie hingekriegt haben. Nicht schlecht. So, dann müssen wir jetzt warten, bis das Zeug gewachsen ist. In der Zeit könnten wir ja eigentlich oben schon mal abbauen. Oder den Zwischenboden einziehen. Zwischenboden wäre gut. Ja, wir ziehen nochmal einen Zwischenboden ein. Das macht dann den ganzen Bau einigermaßen sicher. Bevor jetzt welche sagen, sicher, der Schulle. Ich habe ja auch relativiert mit einigermaßen. Ne? Freunde, immer erinnern. So, Rips. Und dann noch da, wartet mal. So. Hier. Wie macht man das? Zwischenboden an sich ist ja ein bisschen oll, wa? Wir könnten aber so einen Weg ringsherum machen. Wie so eine Balustrade, wo man dann noch Geländer ran macht. Ja, genau, so machen wir das. So. So, in der Breite würde ich sagen. Wir müssen uns ja jetzt hier irgendwie beschäftigen. Ach Mensch. Ich habe natürlich keine Axt eingepackt. Ich packe meinen Koffer und vergesse die Axt. So. Dann holen wir mal noch die Axt. Ist aber auch nicht schlimm, dass wir die jetzt vergessen haben. So lernen wir mal den Weg kennen, den wir ja noch nie gelaufen sind. Nee, falscher Gang. Falscher Gang, falscher Gang, falscher Gang. Hier rein müssen wir. So. Diamantaxt. Und ich bin wirklich gerade am Überlegen, ob ich mal ganz großkotzig sein soll. Lederziegel. Normale Ziegel. Nee, sind wir nicht. Wir sind nicht arrogant. Wir bauen das mit Holz. Ich habe gerade überlegt, ob man das mit Ziegeln bauen soll, das Dach. Wäre dann zwar wieder ein bisschen ab von der Werderaner Mühle, aber... ich sag mal Mühle, von der Werderaner Kirche. Aber was soll's. So. Wo ist jetzt die Axt hin? Da ist die Axt. Such die Axt. Da ist die Axt. So. Dann klopfen wir hier mal auf. Leider kann man aus dem Holz nicht wieder rückgängig machen, was man gemacht hat. So, nun zeig mal her. Da kommt Erde hin. Das heißt, wir hatten den Gang hier. Müssen wir doch noch eins weitergehen? Nee. Vielen Dank.
dann gehen wir doch mal hier so lang. Bin ja mal gespannt, wie oft ich jetzt hier runterfallen werde. Das ist ja all. Gucken wir mal, ob das so klappt. Ja, dann haben wir die Kante hier. Die Ecke, da müssen wir mal gucken, wie weit wir da noch lang müssen. Noch eins. Wir kommen so oder so an das Nietzsche-Portal ran, ne? Welcher Vollpfosten ist auch auf die Idee gekommen, das Portal so riesig zu bauen? So. Die Reihe bis da, okay. Eins, zwei, drei, vier. Und noch eins. Fünf. Jo. Wenn das dann scheiße aussieht, reißen wir es einfach wieder weg. Da kenne ich ja nichts. Das war zu viel. Oder jetzt ist es zu viel, also ganz ehrlich. So sind wir genau da drunter. Achso, da hat man ja eine andere Reihe, oder? Ja, gut. Dann geht's hier wieder weiter. Ja. Gut. Da, 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 da. So. Sehr viel weiter geht das hier gar nicht. Sehr gut. So. Gut. Und dann geht's hier wieder lang. Dam, dam, dam. So, machen wir es so. Hier würde ich sagen, machen wir dann noch zu. What? Da brauchen wir dann auch wieder ganz viele Zäune, um hier ein Geländer zu machen, damit man hier nicht runterfällt.
paar Bäume gewachsen. Naja, nicht besonders viel. So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich nächste Folge mit diesem noch eine Melodie hinkriege. Viel versprechen kann ich nicht. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wann es guckt. Und natürlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft mit Schulle. Bis dahin, tschüss.